Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute geht es darum, wie bereiten wir uns für die neue Season vor. In ein paar Tagen ist Season Start, am 23. Jänner geht die Season 3 in Diablo los. Ich weiß, die meisten von euch freuen sich schon, aber es gibt doch immer wieder Fragen zur Season selber. Deshalb habe ich mir gedacht, ich fasse das mal in einem kurzen Video zusammen, wie man sich am besten vorbereitet. Dazu loggen wir uns am besten einfach mal ins Game ein, habe ich mir gedacht. Da kann ich das ein bisschen anschaulicher erklären. Ich glaube, das Allerwichtigste ist, für diejenigen, die es noch nicht gemacht haben, den Regionsfortschritt abzuschließen. Wenn ihr irgendwo im Weltgebiet seid und eure Karte öffnet und dann auf W drückt, ich kann es leider nur beim PC sagen, ich spiele auf der Konsole nicht, dann seht ihr den Regionsfortschritt. Hier sind mehrere Regionen, 5 Regionen, die ihr aus dem Spiel kennt, und jede einzelne Region hat einen Fortschritt. Und die solltet ihr unbedingt freispielen, zumindest einmal, weil ihr seht jetzt hier, ich habe in dieser Season in keiner Region alles abgeschlossen. Jedoch, seht ihr hier das Häkchen, ich habe trotzdem die Belohnungen bekommen, weil ich das schon einmal im ewigen Realm gemacht habe. Das heißt, einmal mit einem Charakter müsst ihr das abschließen. Das würde ich euch empfehlen, vor der Season zu machen noch, weil es einfach imbar ist. Weil wenn ihr euch das anschaut, in jeder Region gibt es mal in der ersten und in der dritten Stufe einen Fertigkeitspunkt dazu. Das heißt, wenn man das mal 5 multipliziert, startest du mit 5 Fertigkeitspunkte für deinen Talentbaum ins Game. Das ist halt eigentlich imbar. Genauso, ab Level 50, glaube ich, gibt es ja Paragon. Und wenn du 5x4 rechnest, 20 Paragon-Punkte sofort geschenkt, wenn du Level 50 bist. Eigentlich ist es fast schon unfair, neuen Spielern gegenüber. Die, die sich auskennen, die haben den Boost und die anderen, naja, müssen es halt noch dann erfarmen. Aber das ist alles machbar. Ich würde das Ganze so angehen, dass ich als allererstes die Altäre von Lilith farmen würde. Warum? Das ist ganz einfach. Jeder Altar von Lilith gibt euch einen 5 Attributpunkte. Das heißt, manche Altäre geben euch, ich muss euch das mal hier zeigen, geben euch 5 Stärke, ein anderer 5 Intelligenz, 5 Willenskraft oder 5 Geschicklichkeit. Das heißt, da kann man sich auch ausrechnen, das ist der nächste Riesenboost eigentlich. Also unbedingt die Regionsfortschritte abschließen. Beginnt's mit der Altäre, das wäre mein Tipp. Dann natürlich die Stützpunkte würde ich auch empfehlen, weil jeder Stützpunkt bringt euch 100 Punkte. Das ist schon mal Major, weil 100 Punkte hier in dieser Region dreimal sind 300 Punkte, da kommt man schon ganz schön weit. Wegpunkte, die würde ich auch auf jeden Fall machen, weil die können euch nicht schaden, die könnt ihr brauchen. Also wenn ihr jetzt ganz faul seid im Laufen, dann könntet ihr euch mit einem Freund verabreden, der schon alle hat. Er portet sich hin, ihr portet euch nach, dann portet er zum nächsten, in der Zwischenzeit portet sie in die City zurück, portet sie ihm dann wieder nach. Aber in der Regel wird es einfach sein, es einmal durchzuspielen, würde ich empfehlen. Aber für die ganz Faulen nur der Tipp mal. Und dann habe ich mir noch notiert, entdecke die Gebiete, genau das würde ich auch empfehlen. Das ist einfach easy, einfach durchreiten mal. Und da würde ich auch gleich die Wegpunkte dann mitmachen, ganz ehrlich, Freunde. Einmal durchreiten, Wegpunkte mitmachen, fertig. Und im Anschluss, wenn ihr dann noch Punkte braucht, gibt es nur noch 2 Möglichkeiten eigentlich. Und das sind Dungeons und die Nebenquests. Also wenn ihr gern questet, dann go for it. Aber ich würde euch mal empfehlen, es gibt ja den Codex der Macht. Vielleicht wissen das einige noch nicht. Das ist auf Y bei mir. Codex der Macht, und da gibt es ja Aspekte, weil manche Aspekte findet ihr ja nicht auf Gear, sondern die findet ihr in Dungeons. Da müsst ihr Dungeons durchspielen, um diese freizuschalten. Ich würde da mal gucken, okay, welchen Aspekt braucht ihr eigentlich? Es steht in den meisten Guides drinnen, dann sucht ihr euch den Aspekt hier raus. Wenn ihr den gefunden habt, dann schaut ihr, wo das ist. Aha, okay, nice. Aspekte unerschütterlichen, defensiv, oder du sagst hier. Bei noch nicht freigeschalteten Aspekten, das geht bei denen hier nicht mehr, aber wenn der noch nicht freigeschaltet ist, dann klickst du den an. Hier steht Markierung entfernen, ja, ich habe den jetzt auf der Karte markiert. Aber ich will jetzt den markieren und dann gehe ich auf die Karte. Und dann habe ich automatisch den Weg hin zum Dungeon. Und dann kann ich mich gleich hierher porten und laufe einfach darunter, das ist der einfachste Weg. Und so würde ich da rangehen und dann einfach, wenn ihr die Aspekte gefarmt habt, Dungeons oder Quests, ganz wie es euch lieber ist. Ich glaube, dass ihr in den Dungeons aber mehr Experience kriegen würdet. Ich habe auch noch den Tipp bekommen gestern von anderen, dass manche Quests auch mit Dungeons kombiniert sind. Also das wäre natürlich der Optimalfall, wenn euch eine Quest in den Dungeon führt, weil dann könnt ihr nach Dungeon-Abschluss auch noch die Quest abgeben und noch mehr Experience abstauben. Was auch noch wichtig ist, Goldcap beachten, meine Lieben. Ihr habt ja ein Goldcap, das liegt bei 9,99999, also 10 Milliarden um den Dreh. Und das geht nicht verloren, aber das geht jetzt auf den Eternal Realm über. Dort teilt ihr euch ja, alle Eternal Charakter teilen sich den Stash, Lagerplätze sowie Gold. Und wenn ihr zum Beispiel jetzt 5 Milliarden habt am Eternal Realm und 6 Milliarden hier, dann würden 1 Milliarde, die geht flöten, die verschwindet ins Nirvana. Das heißt, entweder kauft ihr euch noch Duriel Mats hier,
Weil ich habe gesehen, die sind am Eternal Dream etwas teurer im Moment. Können Sie es dort gut verkaufen, wenn Sie Gold braucht? Oder ich schenke es jetzt einem Kumpel, aber auf keinen Fall würde ich es so fallen lassen. Irgendjemand anhandeln, der freut sich. Also, come on, ganz ehrlich. Aber das Problem, wenn eh die wenigsten Spieler haben, dass sie zu viel Gold haben, denke ich mal. Ich würde auch empfehlen, die Truhen zusammenzuräumen am Eternal Realm, so wie hier am Saisonalen Realm. Ich habe schon angefangen, da ein bisschen zu clearen, weil es wird ja dann auch transferiert auf Eternal Realm und das bedeutet, das und alles, was ihr dort schon hattet, teilt sich dann den Stash. Also es geht jetzt nicht verloren, wenn kein Platz frei ist. Ihr habt so ein zusätzliches Fach in der Regel, wo ihr dann alles verteilen könnt, aber früher oder später müsst ihr es verteilen. Da würde ich euch jetzt schon empfehlen, schaut alles durch. Was braucht sie nicht? Und ganz ehrlich, Aspekte, die nicht perfekt gerollt sind, die würde ich dann weggeben auf beiden Realms mal. Ich habe hier zum Beispiel ein Fach, da habe ich nur Aspekte drin, die eigentlich Max-Roll sind. Die unterschiedlichsten. Und solange ich Platz habe, werde ich die sammeln. Aber der zum Beispiel, doch, der ist auch Max-Roll. Oder werde ich nochmal durchgucken, wenn irgendwas nicht Max-Roll ist, dann fliegt das raus. Überlegt euch, was ihr wirklich braucht, was macht wirklich Sinn. Und dann go for it. Einfach sich trennen ein bisschen von ein paar Sachen. Ja. Was auch viele machen, ich habe das noch nicht gemacht, ist, dass sie sich Packesel-Chars erstellen. Das könnte man sich eventuell auch noch eben gönnen. Die machen dann mehrere Chars, um dann einfach dort nochmal den persönlichen Stash, also das, was du am Körper tragen kannst, mitzunehmen. Ob das halt Sinn macht, muss jeder für sich selber entscheiden. Aber auf jeden Fall würde ich euch den Tipp geben, ich würde die dann auch so benennen, diese Chars, wie das, was sie tragen. Zum Beispiel, wenn du dort einen Boss-Run hast, dann würde ich den Boss-Run nennen oder Materialien, whatever halt. Oder Gear, aber um es einfach dann später einfacher zu haben, das wieder zu finden, hat man nochmal hier ein bisschen Platz, wie ihr seht. Ja, meine Lieben, ich glaube, das waren mal die wichtigsten Punkte zur Season. Freut ihr euch schon auf die Season? Ich bin schon mega hyped. Wir werden auch im XT Shouter Stream am 18. jetzt gemeinsam den Livestream von Blizzard gucken und am 23. werden wir mega losballern. Die erste Woche wird geballert, bis der Arzt kommt. Wenn ihr dabei sein wollt, kommt gerne in den Livestream auf XT Shouter. Ihr könnt auch gerne die Videos hier auf YouTube weiter angucken. Ich würde mich über ein Abo freuen. Einfach die Glocke läuten. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich wünsche euch einen guten Start in die neue Season. Macht's gut, meine Lieben.